bekommen die Shuttle. Hier ist Lieutenant Victus von 9. Zug. Hören Sie mich? Wir hören Sie, 9. Zug. Sind fast am Bombenareal, Commander. Werden ziemlich rumgeschleudert. Näher gehen wir nicht ran, Lieutenant. Suchen Sie nach einem Platz, wo Sie Ihren Zug absetzen können. Verstanden. Erzählen Sie was über die Cerberus-Bombe. Sie ist nicht von Cerberus, Commander. Sie ist Turianisch. Was heißt das, Turianisch? Sie wurde vor Jahrhunderten platziert, nach den Kroganischen Rebellionen. Die Bombe diente dem Schutz vor einem weiteren galaktischen Krieg. Brutal, aber es leuchtet irgendwie ein. Es wäre das Ende der Kroganer, wenn sie Mätzchen machen. Leuchtet ein. Den Kroganern ist nicht zu trauen. Aber jetzt müssen wir erst die Bombe entschärfen. Ja, aber Cerberus hat sie gefunden. Die Detonation würde einen Krieg zwischen meinem Volk und den Kroganern bedeuten. Stimmt. Das erklärt die Geheimhaltung. Wo ist sie? Bei diesen Gebäuden vor uns. Cerberus hat vor, sie auszugraben. Der 9. Zug wird ihre Flanke decken. Bei der Aktivität merken doch die Kroganer, dass was faul ist. Dann dürfen wir nicht versagen, Commander. Verstanden, Lieutenant. Köpfe runter! Kein Auslöser, keine Explosion. Come on.
Kroganer und legen dann eine Bombe auf ihren Planeten. Ganz schön extrem, aber es waren verzweifelte Zeiten. Sie haben getan, was sie tun mussten. Vielleicht haben die Turianer mehr mit uns gemeinsam, als ich dachte. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist oder nicht. Cerberus leistet Widerstand, aber erneut ist er vor, Commander. Gute Arbeit, Lieutenant. Das klingt gar nicht gut. Sie hauen ab. Einverstanden, dann los! Zum Teufel haben sie es bloß versteckt. Es war wohl weit genug unter der Erde. Cerberus musste es erst ausgraben. Hoffentlich weiß Victus, was er tut. Wir kriegen keine zweite Chance. Wir müssen weg, Shepard. Commander, wir sind am Bombenareal. Gehen zur Kontrollstation. Verstanden. Wir sind unterwegs. Wir nähern uns dem Wespennest. Sie werden jeden Augenblick ausschwören. Ich stimme zu, Lieutenant. Sieht aus wie Steuerungspläne für automatische Geschütze. Helfen mir jetzt nicht, könnten später aber nützlich sein.
hat einen Vorsprung. Wir kriegen sie schon, Lieutenant. Cerberus hat vor dem Auslöser eine Firewall aufgestellt, um uns zu bremsen. Ich muss eine Überbrückung herstellen. Das dauert eine Weile. Wie gesagt, kein Auslöser, keine Explosion. Ich habe mein Team riskiert, um sie herzubringen, Lieutenant. Nun liefern sie auch. Ich weiß, was auf dem Spiel steht. Und danke, dass Sie mir diese Chance verschafft haben. Machen Sie es einfach richtig, Soldat. Verdammt! Commander! Konzentration auf die Bombe. Wir kümmern uns um Cerberus. Isolationsprotokoll verfehlt. Shepard blockiert Zugang. Einheit, Angriff! Niemand kommt. Kommt an uns vorbei, klar? Verstanden! Angriff! Alles klar. Schon dabei. Verstanden. Er wird beschossen. Schützen Sie ihn. Shuttles Ausschau halten! Fast geschafft! Schützen Sie ihn! Shepard! Schalten Sie das Ding aus! Sofort! Cerberus hat den Auslöser gehackt. Sie wird detonieren. Entschärfen! Keine Zeit! Ich muss den Auslöser von der Bombe trennen. Jetzt! Braucht Deckung!
Lieutenant! Sieg. Um jeden Preis. Ich empfange Funksprüche von den kroganischen Truppen auf dem Planeten. Sie erledigen anscheinend gerade die restlichen Cerberus-Truppen. Zum Glück musste ich die Kroganer nicht über dieses Überraschungspaket informieren. Sind Sie sicher rausgekommen? Es klang so, als wäre es da unten ziemlich übel gewesen. Die Turianer haben schwere Verluste erlitten, Joker. Der Sohn des Primarchen war auch darunter. Verstanden, Commander. Joker, Ende. Er hat nie gezögert. Was er vorher auch war. Dafür wird man sich an ihn erinnern. Was werden die Turianer davon halten, Garrus? Schwer zu sagen. Im Krieg werden Opfer erwartet. Er hat viel für uns getan, aber wir sind schwer zufriedenzustellen. Man lebt für die Sache. Gesellschaft und der Zug gehen vor. All das wird erwartet. Er hat getan, was er tun musste. Ja, ja, das hat er. Gute Arbeit auf Tuchanka, Commander. Die Entschärfung der Bombe hat einen turianisch-kroganischen Krieg verhindert. Wir können uns eine derartige Spaltung zurzeit nicht leisten. Joker meinte, die Kroganer stellen die Bombe sicher. Sie sind eingerückt und lehnen jede Hilfe von turianischen Bergungstrupps ab. Verständlich. Die Situation ist im Moment sehr anfällig. Mit Rex und dem Primarchen an Bord der Normandy sitzen sie auf einem Pulverfass. Das Bündnis zwischen den beiden ist nicht gefestigt. Bewahren Sie den Frieden, Commander. Das ist ein Befehl. Jawohl, Sir. Packet Ende. Ein weiterer galaktischer Krieg mit den Kroganern ist unmöglich. War die Genophage nicht genug? Mussten sie auch noch eine Bombe legen? Die Entscheidung wurde vor Hunderten von Jahren gefällt. Es hat sich viel verändert. Nicht genug, um uns von der Bombe zu erzählen, Feigling. Hey! Die Reaper vernichten die Galaxie und Sie wollen sich wegen dieser Sache streiten? Primarch, Sie hatten eine Bombe auf Tuchanka. Und Rex, Sie hätten anstelle der Turianer genau dasselbe gemacht. Shepard! Es ist vorbei. Sein eigener Sohn starb, als er es wieder gut machen wollte. Bitte, Commander. Es ist schon in Ordnung. Ja, gut, Shepard. Sie haben recht. Wir müssen uns auf stärkere Feinde vorbereiten. Genau. Ich verstehe Ihre Vorbehalte, Commander. Aber hoffentlich verstehen Sie nun auch die Geheimhaltung. Geheimhalten und Ihrem Sohn das Kommando übertragen? Das war zu viel für ihn. Ja. Sie haben recht, Commander. Es war ein Fehler, Ihnen nicht zu trauen. Das sehe ich jetzt ein. Mein Sohn, er starb mit dem Respekt seiner Männer. Dafür möchte ich Ihnen danken. Sein Opfer wird in der Chronik des 9. Zuges aufgeführt werden. Und darauf wäre jeder Vater stolz. Jawohl, Sir. Nochmals danke, dass mein Sohn in Ehren sterben konnte.
Mehr kann sich ein turianischer Vater nicht wünschen. Aber wir sind im Krieg. Für Trauer ist später Zeit. Brauchen Sie irgendetwas? Trotz allem, Primarch, bedauere ich Ihren Verlust. Danke, Commander. Außer mir haben viele Väter ihren Sohn im Krieg verloren. Natürlich will ich die Reaper unbedingt aufhalten. Das ist alles. Natürlich, Commander. Noch so eine Aktion der Turianer, Shepard, und das Bündnis ist Geschichte. Bleiben Sie, Rex. Es ist schwer für uns alle. Ich habe Reaper und eine Riesenbombe auf meinem Planeten. Und wenn beide versagen, sorgt die Genophage dafür, dass wir sowieso alle aussterben. Ich will das Wort schwer nicht mehr hören. Verstanden. Gut. Und brauchen Sie irgendwas? Auf Surkash konnte die Kroganerin auf sich selbst aufpassen. Unsere Frauen haben schon Kampfgeist. Aber Männer belassen es dabei. Frauen hingegen reden gerne darüber und denken nach. Und reden dann wieder. Frauen haben gute Ideen, Rex. Sie sollten zuhören. Aber warum denn gleich so viele? Also tue ich nur so, als würde ich zuhören. Und Kroganerinnen haben auch Temperament. Das wär's erstmal, Rex. Machen wir weiter. Ja. Stimmt was nicht? Morden. Er hat mir die Gewebeprobe entnommen. Wo er geschnitten hat, haben Skalpelle gar nichts verloren. Nein, das würde... Shepard, Eva bereit für Reise nach Tuchanka. Sie haben Ihre Arbeit an der Genophage immer verteidigt. Weshalb der Umschwung? Es gab keinen Umschwung. Genophage damals richtige Entscheidung. Neue Umstände erforderten Kurskorrektur. Welche Umstände sind das? Reaper-Invasion. Untergang der Turianer ohne kroganische Hilfe. Kroganer brauchen vereinte Bedrohung als Aggressionsventil. Kooperative Symbiose. Sonst nichts? Keine persönlichen Interessen? Werde alt, Shepard. Nur noch wenige Jahre, aber immer noch bester Kandidat für Projekt. Wenige salarianische Wissenschaftler an Genophage interessiert. Niemand mit meiner Expertise. Gab keinen anderen. Hätte jemand anders es nicht geschafft? Vielleicht schon, aber ohne Erfahrung Risiko zu hoch. Es ging nicht um Sie. Meine Arbeit. Wiedergutmachung meine Aufgabe. Beweis, dass ich es kann. Wie geht es ihr? Momentan kein Fieber. Herzschlag erhöht, vermutlich stressbedingt. Nahrungsaufnahme normal. Könnte weitere Decke brauchen, etwas Weiches. Empfehle vollständige Erholung vor Herstellung von Heilmittel. Meine medizinische Ansicht. Mein Volk hat dafür keine Zeit. Sie vertritt eine andere Meinung. Sie schätzen sie. Meine Patientin, meine Verantwortung, fand sie auf STG-Basis. Hat 3 Ärzte beim Versuch verletzt, sie zu fixieren. Entfernte Armfessel, wehrte mich nicht, als sie mich packte, versprach ihr Hilfe. Sie sagte, bitte. War nett mit Ihnen, Morden. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Setze zwischenzeitlich Studium des Mantels fort. Ist noch etwas, Commander? Danke fürs Gespräch. Es war mir ein Vergnügen, Commander.